hier in der Brotschule, ihr Lieben. Und heute habt ihr wirklich Schwein gehabt, denn ich habe heute ein Rezept für euch, was sich um das beste Stück, also das Nummer 1 Stück vom Schwein dreht. Wir machen heute ein Zitrus-Schweinefilet für euch. Und was würde dazu nicht besser passen als das Nummer 1 Baguette von K&U? Wir haben das Number 1 Baguette für euch dabei. Und da ihr auch alle Sieger seid und das genau das richtige Rezept für euch ist, würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den Zutaten an. Und dafür braucht ihr Schweinefilet, Fenchel, leckere Früchte. Wir haben uns jetzt zusätzlich wegen der leckeren Erdbeerzeit für Erdbeeren entschieden. Salz, Pfeffer, Minze und noch etwas Olivenöl. So, und jetzt wollen wir gar nicht lange drum herum reden. Jetzt wird unser Schweinefilet erstmal mariniert. Und dann kommt das Filet direkt in die Pfanne. Beim Anbraten ist es ganz besonders wichtig, dass die Pfanne richtig schön heiß ist. Ja, und jetzt darf euer Schweinefilet erstmal schön 1,5 bis 2 Minuten von jeder Seite schön angebraten werden. Und wenn es dann eine richtig schöne Farbe hat, dann kommt es noch zum Nachgaren in den Backofen. So, das Schwein ist im Ofen und wir haben deswegen jetzt 15 bis 20 Minuten Zeit, um uns hier um unser Obst zu kümmern. Das Schweinefilet darf jetzt erstmal in der Zeit nachgaren, und zwar bei 150 Grad ungefähr. Und wir werden jetzt unser Obst filetieren. Und natürlich wird auch unser Fenchel in kleine, feine Streifen geschnitten. So, unser Obst ist filetiert und liegt hier schön auf dem Teller. Und unser Schweinefilet ist jetzt im Backofen auch am Punkt angekommen, dass es endlich befreit werden kann. Und wenn wir es gleich rausholen, dann werden wir es hier schön aufschneiden, auf dem Teller drapieren. Und dann werden wir das Ganze schön farbenfroh anrichten. So, und jetzt ist es geschnitten. Ihr seht schon, wie fantastisch es aussieht. Und jetzt, wenn es noch heiß ist, direkt anrichten auf dem Teller. So, und fertig angerichtet sieht unser Teller dann so aus. Ja, wie ein Sommertraum. Anders kann ich das nicht sagen. Das perfekte Gericht zu einem schönen Glas Weißwein draußen auf der Veranda, auf der Terrasse beim Sonnenuntergang, wenn man sich es mal richtig, richtig gut gehen lassen will. So, und zu so einem Nummer 1 Gericht passt dann ja nur unser Number 1 Baguette von K&U. Das werde ich jetzt noch anschneiden, aber das brauche ich euch ja nicht mehr zeigen, wie das geht. Das habt ihr schon gelernt bei uns. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, wenn es heißt, die Brotschule ist immer für dich da. Auf Wiedersehen.